Einen wunderschönen guten Tag, wieder zurück. Ich habe gerade Päuschen gemacht. Sitze jetzt hier mit Shisha, bin bewaffnet, ja, damit wir die Nacht noch rumkriegen hier. Weil ich will das ja in einem durchballern, quasi. Merkt man vielleicht auch langsam, ich werde langsam ein bisschen träge. So, alles ist ein bisschen. Haben wir keinen Ton? Oder ist hier einfach kein Ton? Ich hoffe, wir haben Ton. Alles ist ein bisschen, ja, wir haben jetzt, ne, schon Spätstunde, quasi. Okay. Weiter geht's, ich bin bereit. Ich will das echt, ich will jetzt wissen, was hier passiert. Doch, wir haben Ton. Alles klar. Dieser Ort könnte aus einem Traum stammen. Könnte, ja. Muss aber nicht. Weiß man nicht so genau. Alles führt hier hin. Rübe, lass Patty in Ruhe. Ja. Ich habe aber nichts im Inventar. Also. Sag mir, was ich machen soll. Ich kann ja auch nicht zurück. Bin ich jetzt so behindert? Meine Kette. Brauche ich die jetzt oder was? Jo. Krasser Shit. Ich muss mich verstecken. Irgendwas kommt auf mich zu. Was ist das? Oh mein Gott. Haben wir uns das da reingelegt oder was? Was war das denn? Ja, GG, es ist hell. Wir sind in der Wüste oder was? Okay. Wo bin ich? Ja, das frage ich mich gerade auch, Junge. Also ich hier abgeschlossen. Eine seltsame Energie geht von ihm aus. Von wem ihm? Von dem Tür. Okay, wir müssen dahin, sagt das Ding. Wo ist Großvater? Hier ist irgendeiner. Aber ist alles umsonst gewesen? Das sieht schon geil aus, oder? Guck mal, da Dingen hier oben, Alter. Da die Scheiß. Fähre ist das nicht. Das ist ein Schaufelraddampfer. Aber. Weißt du, da denkst du, oh, ist ein Schaufel, Alter, dann ist hier einfach so ein scheiß Dämon. Und eine halbe Sonne oder so. Er sieht aus wie die Statue auf dem Balkon. Balkon, wie auch immer. Du warst siegreich, wie ich gehofft hatte. Du hast die dunkle Gefahr gesehen, die dich und deine Welt bedroht. Dieser Ort mag dir vertraut erscheinen, doch lass dich nicht täuschen. Ein namenloses Böses wartet darauf, aus dem Inneren zu entfliehen. Wie schon dein Großvater zuvor bin ich es, der diese zwei Welten voneinander trennt. Ohne seine Hilfe hätte Xavier Benedicts Pläne die Menschheit in großes Unheil gestürzt. Dein Großvater ist nicht tot. Xavier hält ihn gefangen, hoffend, diese Pforte aufstoßen zu können und das Böse zu seinen Gunsten zu nutzen. Du musst in deine Welt zurückkehren, deinen Großvater finden und ihn befreien. Er ist der Einzige, der dich und deine Welt retten kann. In deiner Welt gibt es so viel Gutes. Um dir zu helfen, gebe ich dir die Macht, das Übernatürliche wahrzunehmen. Ich werde über dich wachen. Doch sei vorsichtig. Deinem Großvater lag deine Sicherheit stets am Herzen.
denn du bist etwas ganz Besonderes. Okay. Ein bizarrer Tod wird kommen. Das Leben durchströmt mich stärker denn je. Mein Schicksal ist zum Greifen nah. Ich bin bereit. Sei bereit für das nächste spannende Kapitel in der Saga der Fallen Shadows. Entdecke auf der Suche nach deinem Großvater weitere Geheimnisse über New Orleans. Entdecke die dunkelsten Winkel. Leere Fertigkeiten, die Scheiße, so schnell konnte ich irgendwie mich verpeilt. Tut mir leid. Triff neue Charaktere. Okay. Treibe das Böse aus den Tiefen hervor und rette die Welt. Erscheint in Kürze. Happy Muffin Top! Leute, wir haben es. Jetzt war doch nur noch eine Folge, die hätte ich ja auch noch machen können, bevor ich jetzt Pause gemacht hatte, aber da wusste ja keiner. Wir haben es gerockt. Ich wusste nicht, dass es ein Mehrteiler ist, ehrlich gesagt. Ich habe ja viele so Spiele in der Sammlung und ich habe auch wieder ein paar neue bestellt, auch Mehrteiler. Aber dass das ein Mehrteiler ist, wusste ich nicht. Ich habe gedacht, das ist eine Story. Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich dann den nachfolgenden Teil davon noch organisiert bekomme. Ist ja wahrscheinlich nicht besonders neu. Sollte man ja irgendwie rankommen. Ich fand es nicht schlecht. War nicht verkehrt. Ich finde jetzt ein bisschen kacke, weil das Ende war ja im Prinzip, wir haben wirklich alles für nichts getan jetzt. Wir sind da in die tiefsten Tiefen in andere Dimensionen gereist, damit der uns sagt, geh wieder nach Hause und such deinen Großvater woanders. Ist ein bisschen assi, aber war nicht schlecht gemacht. Also, es war ja jetzt ja nicht besonders gruselig, aber Mystery war es ja auch. Kein Grusel-Game. Waren, sind Mystery-Games meistens. Mysteriös war es. Ich fand es nicht schlecht. Für so ein Low-Budget-Scheiß, sagen wir mal, ne, die Dinger kosten ja nur ein paar Euro. Fand ich jetzt ganz cool. Also, ich muss sagen, fand ich nicht schlecht. Hat mir ganz gut gefallen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder rein, vielleicht beim nächsten Teil oder bei einem anderen. Jetzt müssen wir hier erstmal eben Musik wieder ein bisschen runterdrehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fallen Shadows war das, wie man auch hier nochmal sieht. Ja, ob als nächstes der nächste Teil jetzt kommt oder was anderes, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich werde zusehen, dass ich den zweiten Teil davon kriege. Wäre natürlich schön, wenn man den direkt danach spielen kann. Ich habe jetzt erstmal ein paar Folgen nicht hochladen können, deswegen hat man ja ein bisschen Puffer. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaltet auch wieder rein. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr das auch machen. Aber ja, wie gesagt, ich mache es ja mehr für mich eigentlich. Wenn jemand das guckt, ist das absoluter Bonus. Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen oder irgendwas, sondern ich mache das einfach, weil ich es gerne mache nebenbei. Und ja, ich habe Spaß daran und ein bisschen behindert bin ich ja. Das hat man vielleicht gemerkt. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal, geh und geh. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Salatamista. Schussen.